สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กิจกรรมสนุกๆครับเป็นเท็กซ์ฝึกการอ่านครับชื่อว่า Der Rückflug เป็นเที่ยวบินขากลับนะครับของบุคคล2คนนั้นคือมาร์โกและก็มายานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยครับMarco und Maya sind am Flughafen. Ihr Flug hat Verspätung. Für Marco ist das nichts Neues, denn er reist sehr oft mit dem Flugzeug. Maya reist sehr selten mit dem Flugzeug, denn sie hat große Angst. Meistens fährt sie mit ihrem Auto oder kauft ein Ticket für den ICE. Sie befinden sich in der Türkei und dahin mussten sie mit dem Flugzeug fliegen. Sie haben noch 2 Stunden Zeit und trinken einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen. Maya wählt Souvenirs für ihre Familie und Freunde kaufen und geht in den Souvenirladen. Nach 2 Stunden können sie endlich in das Flugzeug einsteigen. Maya sitzt am Fenster. Sie hat extra so einen Platz reserviert, weil sie Fotos machen will. Sie ist sehr gespannt. Das Flugzeug ist in der Luft und Marco ist sehr müde und möchte schlafen. Maya bestellt einen Kaffee und einen Orangensaft bei der Flugbegleiterin. Das ist für sie kostenlos. 3 Stunden später landet das Flugzeug in Berlin und sie sind endlich wieder in Deutschland.